Margaretten, der 5. Wiener Gemeindebezirk, besteht seit 1861. Von 1850 bis 1861 noch Bestandteil von Wieden, dem damaligen 4. Wiener Gemeindebezirk, entstand durch die Teilung des 4. Bezirks der eigenständige 5. Wiener Gemeindebezirk Margaretten. Aus 7 Teilen setzte sich dieser eher dünn vor allem von Arbeitern besiedelte Bezirk zusammen, nämlich aus Hundsturm, Hungelbrunn, Lorenzergrund, Matzleinsdorf, Nikolsdorf, Reinbrechtsdorf und Margaretten. Der Südwesten des Bezirks auf den Gebieten von Matzleinsdorf, Reinbrechtsdorf und Hundsturm war eher von Feldern und Gärten geprägt. Und sie beherbergten außerdem 7 Brunnen oder genauer 7 Quellen, die die Hofwasserleitung für die kaiserliche Hoheit speisten. Und daher war fast alles in diesen Gebieten mit einem Bebauungsverbot bis 1870 belegt. Unvorstellbar, als waren ein paar Schmutzflankerl reingefallen in die Brunnen und im kaiserlichen Tee auftaucht. Erst danach begann man im Bezirk mit der Erbauung von Wohnhäusern, die noch heute das Bild des Bezirks prägen. Aufgewachsen. Ich habe ja als Kind bei jedem Wetter tagtäglich hier trainiert. Das ist heute unvorstellbar für die Jugend. Und das sind natürlich schöne Erinnerungen. Unvergesslich für Claudia Christofitsch-Binder bleibt auch die Erinnerung an die Europameisterschaft vor 24 Jahren. In Lyon wird sie zur Europameisterin gekürt. Im Rahmen einer Regierungsumbildung im September 1984 wird Erwin Lanz als Außenminister abgelöst. Kurze Zeit gilt er als möglicher Kandidat für das Amt des Wiener Bürgermeisters. Die SPÖ Wien entscheidet sich jedoch für Helmut Zilk als neue Stadtoberhaupt. Erwin Lanz zieht sich aus der Spitzenpolitik zurück und nimmt seinen Beruf als Bankkaufmann wieder auf. Er bleibt Funktionär der SPÖ im Wiener Bezirk Margaretten. Meine erste Begegnung als Neumargaretner war als Kind am Heu- und Strohmarkt, wo jetzt der Körnerhof steht. Da gab es einen Wochenmarkt und ich hatte dort schöne, als Kleinkind schöne Karotten mit dem Büschel dran gesehen und habe in einem Moment, wo meine Mutter nicht geschaut hat, das weggezogen. Meine Mutter hat es aber überzogen und hat verlangt, dass ich zurückgehe zu der Standlerin, die mir das dann ohne Geld überlassen hat. Aber so habe ich gelernt, nicht zu stehlen. Das war meine erste Margaretner-Begegnung, so mit 3-4 Jahren, schätze ich. Wann sind Sie mit Margaretner in Berührung gekommen? 1959 bin ich gekommen. Bin auch noch heute auf demselben Platz. Die Margaretenstraße war sehr belebt. Es waren sehr viele Betriebe mit vielen Angestellten und Arbeitern. Und es war eine Buchdruckerei, es war eine Glaserei, eine Drogerie vis-à-vis. Viele große Betriebe auch, die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse, dann die Eva-Werke, eine Buchbinderei, eine Fahrzeug-, Spenglerei, Lackiererei. Also es war alles wunderbar. Nachdem die Leute
Meistens war um 5 Uhr war dann Arbeitsschluss. Die Leute sind in die kleinen Kaffeehäuser gegangen, haben sich getroffen. Man hat sich ausgetauscht, erzählt alles über die Ferien, über die Familie und so weiter. Also es war wirklich ein schönes Leben. Also ich habe ja gehört, beziehungsweise kann ich mich dunkel erinnern, wie ich wirklich sehr klein war in den 60er Jahren, also ich bin 61 geboren, war auch die Schönbrunner Straße noch eine sehr belebte Geschäftsstraße. Sehr schön, ja. Meine Großeltern und mein Vater dann noch in weiterer Folge haben ja dort auch Warenhäuser gehabt. Bikri, das war ein Begriff im Bezirk, soweit ich mich sogar erinnern kann. Also dieses Bikri war eine Zusammensetzung aus Binder und Christofitsch, weil meine Großmutter war eben die Frau Binder und mein Großvater der Herr Christofitsch. Und das ist dann bei der Heirat zusammengekommen. Mhm. Doppelname Christofitsch Binder ist eben noch immer mein Mädchenname. Also mein Vater ist schon mit Doppelnamen geboren. Und das waren eben die Warenhäuser Bikri. Und das war ein großer Begriff. Das waren so Waren aller Art, hat man damals gesagt. Hat es wirklich alles gegeben. Und ich weiß noch, also ich war relativ klein. Ich bin dort irrsinnig gern in diesem Geschäft gewesen, weil so viel verschiedene Dinge anzuschauen waren. Da war auch und, sowas, ne? Ja, von Kleidung über Geschirr, Teppiche, alles Mögliche. Und dann war die, eine ganz kurze Geschichte am Rande, die Mama vom Reinhard Fendrich war dort Verkäuferin. Und das hat mir meine Mama immer erzählt. Ja, stell dir vor, die Mama vom Reinhard Fendrich, die war bei uns Verkäuferin und hat immer von mir ihrem Rainerle erzählt. Und das sind so Insider halt Geschichten und an das erinnert man sich an solche Dinge. Ja, aufgewachsen bin ich ziemlich genau an der Grenze zwischen 4. und 5. Bezirk. Es war bei uns damals nicht so. 4. und 5. war eigentlich, hat irgendwie zusammengehört. Ich bin zwar in die Volksschule gegangen, in der Vorausgasse noch, aber dann die ersten Klassen in der Hauptschule war ich dann schon am Bacherplatz. Und da sind wir natürlich als Buben sehr viel nach der Schule auf der Straße gewesen. Ne? Das war bei uns einfach so. Das Priorität hat natürlich gehabt, Fußball spielen im Park, aber dort sind natürlich auch allerhand Blödheiten dann, wie es halt bei Buben ist, ne? Also allerhand Blödheiten im Schädel sind da entstanden, während die Reiwandschendarm, Indianer spielen, ja, Buben halt. Nicht? Und dann haben wir begonnen, als Kinder ein bisschen die Gegend zu erkunden. Weil wir haben nichts anderes gehabt als die Straßen. Und was wir gehabt haben, waren die Gestäden und die Planken. Ja, und so hat das damals ausgeschaut, wo wir als Kinder gespielt haben. Nicht? Da die Gestäden. Da die Planken, dahinter, jetzt ist natürlich Winter, jetzt ist alles gerodet da und kahl, aber im Sommer kann man sich schon vorstellen, da war das alles total verwachsen und für uns als Kinder natürlich ein Paradies zum Indianerspielen und was wir halt so gemacht haben. Und da sehe ich auch gerade, das sind zum Beispiel die Lianen, die was wir als Kinder damals geraucht haben. Also man kann sich schon ungefähr vorstellen, wie verzweifelt wir als Kinder waren, was wir alles geraucht haben. Ja, die Planken, jetzt sind sie aus Polyester, bei uns waren sie nur aus Holz. Ist das, da ist ein Tier auch noch, schau. Aber einige dürfen wir nicht. Aber das hätten wir früher auch nicht dürfen. Zum Beispiel auf der Wiener Hauptstraße war das. Dort war ja jahrelang für uns Buben waren die Planken aufgebaut und dort war nichts. Dort ist alles zugewachsen. Und dort war, dort haben uns alle haben uns gewarnt, ein Brunnen. Und der Brunnen war nur mit 2-3 Bredeln verlegt. Also von den Sicherheitsbedingungen, was man heute hat, war damals eigentlich keine Rede. Und der Brunnen war natürlich für uns sehr interessant. Ne? Da haben wir uns natürlich abgeseilt, nicht? Also da war ganz wichtig, also das hat man immer dann in die Filmszenen, in die Indianerspiele eingebaut, also da wurde dann einer, meistens der Kleinste, der was sich nicht wehren hat können, wurde dann ans Seil gebunden und den hat man runtergelassen, so lange bis er geschrien hat, nicht? Und dann hat man halt wieder aufgezogen.
Aber jeder war mal unten, das muss ich zu unserer Ehrrettung sagen, weil so neugierig waren wir nicht. Es war aber tatsächlich auch gefährlich. Also es war sehr, ich sag mal, einsturzgefährdet. Nicht? Und ja, ab und zu ist dann einmal die Polizei vorbeigekommen, die aber damals mit den VW-Käfer, weißt, also das war nicht so wie heute Polizei Wega, nicht? Also Kommando. Und dort stürmen ein paar Leute rein, da sind zwei gemütliche Polizisten reingekommen und was denn mit dem weißen Käfer mit den zwei Joghurtbecher rum und dann la lülala. Und da haben wir eigentlich eh schon von der Weiden gewusst. Jetzt wird's hakelig. Und haben uns halt immer versteckt und aber ein, zwei haben es halt immer erwischt und die sind dann sehr zusammengeschimpft worden und das haben uns dann immer sehr zu Herzen genommen und dann sind sie halt wieder gegangen. Was war denn gewesen? Eine Schreiberei hätten sie gehabt und außerdem Buben und die waren ja selber mal Buben und es war einer wurscht. Ne? Der Herr Großvater von Ihnen war ja auch nicht nur als tüchtiger Kaufmann bekannt, sondern er hat auch eine Begegnung in seiner Wohnung inszeniert zwischen dem damaligen Bundeskanzler Figl und dem Dr. Fischer von der, nicht zu verwechseln mit unserem ehemaligen Bundespräsidenten, Dr. Ernst Fischer von der KPÖ. Und meine Partei, die SPÖ, hat sich natürlich damals ordentlich darauf gesetzt, auf diese Angelegenheit. Aber es war sicherlich ein gut gemeinter Versuch, die schwere Zeit der russischen Besetzung zu überwinden. Die Westalliierten sind erst später hereingekommen nach Wien. Und Wien wurde dann also in die vier alliierten Zonen und eine gemeinsame Zone in der inneren Stadt geteilt. Und Margrethen war Englisch. Und unser Bezirksvorsteher hat ebenso wie der englische Bezirkskommandant gerne dem Whisky zugesprochen, was dann oben beim Arbeitsamt in der Amtshausgasse ganz oben zu einem Laternenkreis geführt hat, der allgemeine Kommentare in der Bevölkerung hervorgerufen hat. Weil Sie das jetzt erwähnt haben mit meinem Großvater, das weiß ich auch nur mehr aus Erzählungen meiner Eltern dann. Ich bin auf dem Schoß vom Figl gesessen angeblich und lauter solche Geschichte, weil eben dort viele politische Roundtable-Gespräche in der Wohnung meiner Großeltern eben stattgefunden haben. Soviel ich weiß, war mein Großvater in sehr vielen Verhandlungen einbezogen, weil er Russisch konnte eben und da also eine wichtige Kontaktperson war, offensichtlich. Also ich möchte gar nicht ins Detail gehen, weil so genau weiß ich es nicht. Ja, aber ich war auch nicht dabei. Da komme ich schon zu meinem Ursprung, warum Margarethen. Also ich bin wirklich hier aufgewachsen, in diesem besagten Haus. Das ist schon Brunnerstraße 119, das große Eckhaus am Hundsturm. Hat mein Urgroßvater bauen lassen. Das ist wieder eine Geschichte, die ich von meinem Vater habe. Und das Haus war dann natürlich in Familienbesitz und ich bin dort inzwischen in der dritten Wohnung. Also ich bin da aufgewachsen und obwohl ich ein paar Jahre also weggewohnt habe, wieder zurückgekommen. Und es ist einfach mein Zuhause immer gewesen und jetzt wird es das auch wahrscheinlich bis zum Schluss bleiben. Ist auch sehr zentral, nicht? Das ist es, genau. Es hat sich so viel verändert in den letzten vielen Jahren. Also ich sage immer, ich bin auch schon uralt, aber ihr habt natürlich noch mehr erlebt als ich. So uralt wie Sie wäre ich gern. Aber ich muss sagen, der Bezirk oder das, dieses Grätzl um den Hundsturm, wo ich eben wohne, das hat solche Vorteile, jetzt nicht nur, weil es zentral ist. Man ist schnell im Westen, man ist schnell im Süden, man ist gleich einmal in der Stadt drinnen. Es ist wirklich optimal. Und die Lebensqualität ist gestiegen in den letzten Jahren. Es ist ja auch ein bisschen ein Künstler, ein Studentenviertel geworden. Ja. Also die Bewohner sind auch wieder jünger geworden. Also ich sehe nur positive Tendenzen, muss ich sagen. Ja.
der Sinner. Hab ich noch gar nicht gefragt, wie es Ihnen geht. Grüße. Ganz allein heute da. Wissen Sie eigentlich, was heuer für ein Jahr ist? 2018? Ja, das sind die viele Gedenktage. Ja, viele sehr Gedenktage. Jubiläum, sagen wir so. Und was für ein spezieller? Ja. Naja, wenn ich mich nicht täusche, ja, haben Sie 1958 das Lokal aufgesperrt? Übernommen. Oder übernommen. Aber aufgesperrt haben wir dann erst Ende, sagen wir Anfang Dezember. Das waren jetzt heuer 60 Jahre die Arena-Bau, wissen Sie das? Ja. 60 Jahre Ihres Lebens. Ja. Ich habe jetzt immer, da verbracht, ja, oder? Ich habe gerechnet immer 58, weil da haben wir aufgemacht. Auf das müssen wir eigentlich einmal anstoßen, oder? 60 Jahre Arena-Bau. Haben wir Jubiläum machen. Jubiläum. Wird heuer ein großes Jahr. Weißt du, dass da ein Dreh überhaupt? Nein, wir rechnen immer. Wir rechnen die ersten zwei Jahre gar nicht. Wie war denn, haben Sie ab und zu noch so ein bisschen, wie es ja damals war? Nix. Also ein bisschen so ein Rückblick, so ein bisschen eine Sehnsucht, wie es damals war. Also jetzt im Sinne vom heutigen Betrieb aus, wie es früher war. Sehnsucht kann man nicht sagen, aber es war eben... Was war das für eine Zeit? Bessere Zeit. Ja gut, wir sagen automatisch, früher war es besser. Nicht? Aber war es tatsächlich... Nein, der Zusammenhalt mit den Gästen und alles, wenn man so schöne Verbindung gehabt. Heute ist das nicht mehr so. Aber war es eine schöne Zeit, haben Sie gesagt? Ja, ja. Und viel Leute? Viel Leute. Ich meine, jetzt im Vergleich zu heute, damals war es ja Bewegung wirklich... Die Bewegung war viel mehr, weil war auch die Straße an und für sich, dafür war viel belebter. Ganz genau, ja. Nicht? Waren wirklich viel belebter. Heute tut es ja nichts. Wenn du gehst, glaubst du, es ist abgesperrt, da ist kein Mensch. Ja, fast täglich fahre ich hier vorbei, seit meiner Kindheit, und ich war noch nie herinnen. Ja. Das ist eine schöne Gelegenheit jetzt. Mhm. Aber wie sind Sie zu der kulturellen Dimension des Lokals gekommen, oder war das von Haus aus so? Man wollte immer ein Moulin Rouge machen, weil er war von Frankreich und wollte das immer machen. Aber er ist leider gestorben. Aber jetzt, die letzten acht Jahre, ja, der Aktionsradius, die sind gekommen, einer, nicht? Und hat gesagt, ob er kann eine Veranstaltung machen, eine Lesung machen, so, warum nicht, ja. Und so ist das entstanden, haben sich immer mehr Leute gemeldet, können wir das mieten, kann man irgendein was machen, ja, warum nicht, ne? Ich verlange nichts, ja. Und so fördere ich die Kunst und Kultur. Aber wir haben immer von allen Anfang an, das war ein original spanischer Nightclub. Und wir haben immer auch damals schon Vorstellungen gehabt, 8mm Filme vorgeführt und über Spanien gesprochen. Einzigen Torero gehabt, ein Österreicher, Haarretter, der hat auch immer hier gemacht, hat seine Filme vorgetragen und so weiter. Und so hat sich das von selbst eigentlich entwickelt. Und es boomt ja jetzt wieder so Theater und Kulinarik, ja, diese Mischung. Ja, ja, ja. Wer immer kommt. Ja. Das ist also etwas, was sich neu entwickelt hat in den letzten 20 Jahren, kann man sagen. Wie ich aus Kerns Bibel die Welt überblickt, war Matzleinsdorf nur ein kleines Uhr. Die Häsel waren klar und mit Gärten umgeben und die Geschäften sind gegangen sehr gut. Doch seit man in Wien hat die Neuzeit eingeführt, ist alles ganz anders geworden. Die Häsel sind hoch, aber drin ist kein Platz. Man kann sie nicht rühren hin und vor.
dort, wo der Weg vom Stephansdom bergauf gehen wird, bis zu der Spinnerin am Kreuz hinauf, wo in der Mitte von der Straße der Kirchel steht, dort bin ich geboren, dort bin ich zu Haus. Auf der Wiener Hauptstraße hat es also das Problem gegeben mit der Kirche. Da kam es zu einem Deal zwischen der Stadt und dem Erzbischof und da ist also diese moderne Kirche auf der Seite entstanden und die alte Kirche, die halt eine geringere Kapazität hatte, wurde abgerissen, was viele bedauert haben und was sicherlich das Stadtbild dort nicht verschönt hat. Sie demonstrierten, Demonstrationen waren damals sehr dagegen. Ja, es waren viele Leute dagegen und gefühlsmäßig war ich eigentlich auch dagegen, war aber nicht, Gott sei Dank, nicht unmittelbar verantwortlich damals dafür. Schaut ein bisschen aus wie der neue Hauptbahnhof. In anderen Teilen Wiens hat also manchmal die Verkehrsnotwendigkeit gesiegt, über das Feeling, ein Viertel zu erhalten, was uns zum Beispiel am Hundsdamm einigermaßen gelungen ist. Das ist eine Schule als Begrenzung oben am Hunsternplatz, oberhalb des Parks. Ne? Und in dieser Schule waren in Klassenzimmern volksdeutsche Flüchtlinge untergebracht, nur mit abgehängten Teilen. Also die jetzige Volksschule, ja. War das nicht sogar die Zentrale zwischendurch vom Roten Kreuz? Auch, ja. Und das war der Grund, glaube ich, warum so viele Taxler gewusst haben, wo der Hundsturm ist. Ja, ja. Also jeden Taxler, wo ich gesagt habe, ja, wo wollen Sie hin am Hundsturm, hat gewusst, wo das ist. Ja.
weil dort eben die Zentrale vom Roten Kreuz ursprünglich war. Aber vorher war jahrelang waren also da Familien untergebracht, nur durch Stoffvorhänge voneinander getrennt, damit man in einem Klassenzimmer sozusagen drei Familien unterbringt. Nicht? Ich habe das vorher auch nicht gewusst und irgendwer hat mich also dazu animiert, mir das anzuschauen. Ich war entsetzt. Die Leute haben zwar im Gang dann, wie es halt in einer Schule ist, Klosettanlagen und Waschanlage war da, aber für alle, nicht? Und offen. Und das Jahre hindurch. Nicht? Das war eine sehr bittere Zeit für diese Leute. Nicht? Und ich habe daher also für Flüchtlinge mehr Verständnis als der Durchschnitt der Österreicher. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. Sie wissen so viel. Ja. Warum? Ich werde das nämlich wirklich oft gefragt und habe keine Antwort darauf. Warum heißt der Hundsturm Hundsturm? Ich habe versucht, das zu recherchieren und nichts gefunden. Aber es ist eine sehr alte Flurbezeichnung, weil außerhalb des Linienwalles war der Friedhof. Und der hieß Hundsturmer Friedhof. Dort, wo jetzt der Heidenpark ist, war der Hundsturmer Friedhof. Und im Krieg wurde dort ein Luftschutzbunker für Zivilbevölkerung gebaut. Und das ist alles ausgehoben worden. Und die Kinder haben mit den Beinen von ihren Vorfahren Fußball gespielt, sozusagen, weil die alten Grüfte, die zugedeckt waren, aufgerissen worden sind. Und in diesem Luftschutzbunker war ich dann auch einmal drin. Und dann ist auf einen der beiden schmalen Eingänge eine Bombe gefallen. Und es war bis auf die Notbeleuchtung, war alles kaputt. Und es war voll mit Frauen, Kindern und auch älteren Leuten. Nicht? Ich will die 2 Stunden niemandem schildern. Nicht? Weil wenn das noch 2 Stunden länger dauert hätte, das Ausschaufeln und Beseitigen, was am Eingang draufgefallen war, dann waren die Leute unten erstickt. Nicht? Und solche Erlebnisse bringen einem dann auch irgendwie eine ganz eigenartige Form von Heimatgefühl. Ich habe dann da auf Untermiete gewohnt in der Simbrunnergasse und habe dann eine kleine 18 Quadratmeter Einzelraumwohnung im Matteotti-Hof gehabt, nach 9 Jahren Untermiete. Und so habe ich Stück für Stück den Bezirk kennengelernt und abgesehen von den familiären Verbindungen. Der Margaretenhof, ja. Schaut aus ein bisschen wie der Kasperlbau. Er liegt wahrscheinlich daran, dass er von 2 Theaterarchitekten gebaut worden ist. Irgendwann 1880, 90 herum. Mittlerweile das Haus schon zum 2. Mal renoviert. Früher hat man durchgehen können, wie wir noch Kinder waren. Und speziell in der Nacht oder wenn es ein nebliger Tag war, bist du vorgekommen wie in so einem alten Oliver Twist-Film. Heute ist alles zugesperrt, durchgekommen immer. Und die Autos stehen drin von den Gestopften. Mehr ist nicht mehr. Der Margaretenhof ist das Schmuckstück des 5. Wiener Bezirks. Heute wurde das Ende der 3-jährigen Restaurierungsarbeiten mit einem Fest begangen. Bürgermeister Helmut Zilk enthüllte eine Gedenktafel und Kulturstadtrat Franz Mirkwitschka eröffnete die Ausstellung 100 Jahre Margaretenhof. So hat das Gebäude noch im Jahre 1981 ausgesehen.
Neben der Fassade wurde der Hof und ein Teil der insgesamt 116 Wohnungen restauriert. Die Arbeiten haben über 100 Millionen Schilling gekostet. 65 Millionen Schilling hat die Gemeinde Wien übernommen, zum Großteil aus Mitteln der Altstadterhaltung. Die restlichen Kosten gehen auf das Konto der Mieter und der Hauseigentümerin. Das heutige Eröffnungsfest des Margaretenhofes dauert bis in die Abendstunden. Wie schaut es eigentlich mit den Eislaufen aus? Gibt es da in Margareten neue Größen? Nein, also in Margareten gibt es gar kein Eislaufen mehr. Da gab es, glaube ich, auch, wie ich Kind war, noch da, wo es jetzt diese Basketball und Fußball, wie sagt man diese da, diese Käfige gibt, gab es, glaube ich, auch einen Platz, den man im Winter immer aufgespritzt hat. War ich aber nie. Ich bin am Heumarkt, am Eislaufverein groß geworden und bin dem auch treu geblieben, was das Sportliche betrifft. Und war halt mein täglicher Weg, Schönbrunner Straße hin und Margaretenstraße zurück. Also, dadurch kenne ich auch viele der Geschäfte und Lokalitäten, die da entlang der Straßen eben waren, aber immer nur vom Vorbeifahren. Es ist sehr schwierig. Leider Gottes eine sehr schwierige Sportart. Man muss sehr jung, sehr früh, sehr viel trainieren, neben der Schule her. Das Elternhaus muss mitspielen und das wird halt in Zeiten wie diesen immer schwieriger. Ja, ja, so es hat die leider sogenannten Eislaufmütter gegeben, nicht? Bei vielen. Die hat es gegeben, ja. Man hat auch meiner Mutter nachgesagt, sie sei eine Eislaufmutter. Und ich sage immer, na, das ist ein großer Unterschied. Eislaufmutter oder Tennisvater gibt es ja genau das Gleiche. Ja. Ist man eigentlich nur, wenn man das Kind zwingt, diese Sache zu machen. Wenn das Kind oder der Jugendliche das gerne und freiwillig macht, dann ist es sehr förderlich, wenn ein Elternteil oder die Eltern eben das Kind unterstützen. Meine Mutter hat uns täglich zum Training geführt und war dann dort natürlich auch anwesend. Und dann hat man schneller mal den Ruf, die böse Eislaufmutter zu sein. Aber ich nehme sie da immer ein bisschen in Schutz und sage, ja, ich wollte das ja selber. Und natürlich, da gibt es auch Zeiten, wo man dann sagt, ma, und heute muss ich schon wieder zum Training. Und es ist eigentlich kalt und die anderen sitzen im Kaffeehaus. Und da hat man dann jemanden wie die Eislaufmutter, die sagt, na, entweder du willst es machen, dann bitte, oder hör auf. Ja. Und so war meine. Das muss ich schon sagen. Und das war gut so, weil wer weiß, ob ich sonst zu erfolgreich geworden wäre. Muss man schon sagen. Wenn man die Reinbrechtsdorfer Straße hinauffährt, beim Matzansdorfer Platz, ist ja dieses eine hohe Haus. Ja, ja. Und das hat meine Mutter immer gesagt, boah, und ich kann mich erinnern, das war so eines der höchsten Häuser in Wien noch und da gab es nichts rundherum. Ja. Und heutzutage verschwindet das ja fast. Also da muss so viel passiert sein in den letzten 50, 60 Jahren. Ja. Das ist unglaublich. Ja, das ist fertig geworden in den mittleren 50er Jahren, ich glaube 56, ist das Hochhaus am Matzansdorfer Platz als Zentralpunkt des sogenannten Theodor-Körner-Hofes gebaut worden. Und das Interessante war ja für mich, ich war damals ein junges Mitglied des Bezirksvorstandes der Margaretener SPÖ und da ist eines schönen Tages der damalige Bürgermeister, der General Körner, gekommen mit einer Riesenrolle, hat die ausgebreitet auf einem Tisch und hat gezeigt, wie das verbaut werden soll. Musik.
hat einmal eine Karikatur gegeben, betreffend die Bewohner des Hochhauses, ich glaube im Kurier war das. Da hat irgendein quasi Prominenter oder zumindest politisch Bekannter aus dem Fenster geschaut. Da hat also gewohnt der Rechtsanwalt Dr. Heinz Damian. Seine Frau wohnt jetzt noch dort. Es hat gewohnt mit einer Lehrerin verheiratet, allerdings in erster Ehe, der spätere Bürgermeister Helmut Zilk. Es hat gewohnt der spätere Bezirksvorsteher Johann Walter. Es hat gewohnt die leider früh an Krebs verstorbene Stadträtin Friederike Seidel. Es hat gewohnt der Heinz Fischer-Karwin, einer der bedeutendsten Kulturjournalisten der Nachkriegszeit. Es hat gewohnt der Betriebspsychologe Dr. Fischhoff, ein Spross jener Fischhoff-Familie, wo der Mediziner Dr. Fischhoff bei der Demonstration der Akademischen Legion vor dem Haus der Stände in der Herrengasse die Rede für die Pressefreiheit gehalten hat. Und der Grund war der, eine Gemeindewohnung hat damals einen Quadratmeterzins von einem Schilling gehabt, plus Betriebskosten. Ne? Das Hochhaus hatte 13 Schilling plus Betriebskosten. Und das war beabsichtigt vom damaligen Stadtrat Glaserer, dass er die Leute, die eigentlich keinen Anspruch auf eine normale Gemeindewohnung haben von ihrem Verdienst her, trotzdem in Wien irgendwo untergebracht werden können, aber auf der Basis der Selbstfinanzierung dieses Hauses. Und also wir haben damals, glaube ich, 14 Schilling etliches pro Quadratmeter gezahlt. Das war schon ein gewaltiger Sprung, weil ich habe vorher in einer 42 Quadratmeter Gemeindewohnung mit meinen zwei Geschraubten damals gewohnt und sechster Stock ohne Lift, Kohle vom Keller holen und so. Und aber das waren Peanuts im Vergleich zum Hochhaus. Aber bin in eine Wohnung gekommen, in die vorher der Rüpprecht, der Schauspieler, gewohnt hat. Und der Burgschauspieler mit ihm gemeinsam. Die waren dort gemeldet. Ob sie dort tatsächlich gewohnt haben, weiß ich nicht. Sie haben aber auf alle Fälle verbrannte Randeln am Fußboden hinterlassen. Ja, weil wir da gerade in der Leitgebgasse sitzen bei einem guten Kaffee. Gleich wenn man da raufgeht, die Kohlgasse, da oben steht das Margaretner Hochhaus. Und voriges Jahr war ich bei einer Lesung dort eingeladen, bei einem Parkfest. Und während ich auf diese Lesung gewartet habe, habe ich natürlich mit den Leuten geredet. Und die haben mir erzählt, dass da ganz oben ein Kaffeehaus war. Das habe ich natürlich gewusst, aber wie es dort abgerennt ist, habe ich nicht so gewusst. Nicht? Und es muss wunderschön gewesen sein. Ganz oben, so ein Rondeau. Und dort sind die Könnerinnen umgerannt mit weißen Blusen, schwarze Reck und mit Servierschürzel, wie man es damals gehabt hat. Und haben Eiskaffee und andere Kaffeespezialitäten serviert. Und die Wienerinnen und Wiener, die Margaretner, sind dort halt mit dem Aufzug aufgefahren und haben sie den schönen Gewand haben sie sich bedienen lassen. Allerdings, ein Haken hat das Ganze gehabt, vom Baulichen her. Man hat zwar angepriesen die wunderbare Aussicht, die man von da oben hat, aber das hat nicht so ganz gestimmt durch diese Sitznischen, was waren und die Fensterbanken etwas erhöht und dann erst die Fenster. Also wenn man also sitzend aussieht geschaut hat, hat man eigentlich nichts gesehen außer den Himmel. Und das war dann halt nicht so klasse, aber die Leute sind dann während dem Kaffee trinken, außen rundum hat es ein Plateau gegeben und da sind sie halt ausgespaziert und sind, haben sie dann die Umgebung angeschaut, sind so einen Fernstecher haben sie aufgeschaut und ich stelle mir das ganz witzig vor, wenn die Frauen mit die Reck, wenn der Wind so ordentlich reingeblasen hat, wenn sie so da gestanden sind, wie die Marilyn Monroe damals. Schlechte Nebenerscheinung oder unangenehme Nebenerscheinung, was
durch dieses Hochhaus und durch diese öffentliche Zugänglichkeit gegeben hat, war, dass das natürlich auch Selbstmörder angezogen hat und es doch ein paar aufgeschafft haben und sich dort aus dem Leben verabschiedet haben. Das heißt, die sind einfach aufgesprungen und waren dann tot. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das Kaffeehaus sich nicht sehr lang gehalten hat. Vor vielen Jahren, anlässlich irgendeines Jubiläums, hat der damalige Bezirksvorsteher, der Kurt Wimmer, hat sich als Promotion-Gag da ganz oben vom Hochhaus hat er sich abseilen lassen. Und wie er sich so anseilt, hat von unten auf ein altes Mutterl geschrien, hat gesagt: Da schaut's her, schon wieder ein Roter, der sich anseilt. Natürlich ein Gebrüll unter die Leute, alle haben sich abgehauen und der Kurt Wimmer ist runtergekommen mit einem hochroten Schell. Aber es hat eh ganz gut gepasst für einen Sozialdemokraten. Was noch interessant war im Anschluss an die Altgemeindebauten, der letzte, also der Julius Bobhof, gibt es die Garage der M48. Und anschließend war der Pferdemarkt. Da gab es also ein Beschließerhaus unten in der Siebenbrunner Feldgasse, bewohnt von einer Familie mit ausgesprochen halbkriminellen Kindern, die jeden Vorbeigehenden damit bedroht haben, ihn zu prügeln, wenn er nicht 10 Groschen mindestens ausgelassen hat. Und dieser Pferdemarkt war also ein Rondeau, wo einmal in der Woche zumeist Roma aus dem Burgenland, die stark im Pferdehandel tätig waren, die haben da ihre Resser gebracht und gehandelt, verkauft, gekauft. Und dann waren noch aus Ziegelbauten Stallungen. Und nach diesen Stallungen, wo jetzt der Körnerhof steht, der steht schon auf dem Gelände des ehemaligen Pferdemarktes, und der Rest war eine freie Fläche, wo einmal in der Woche ein Markt war. Und da sind die ganzen Bauern aus dem Nordburgenland und aus dem Morchfeld bis in die Slowakei hinein zeitlich in der Früh mit ihren Zeigeln nach Wien gefahren und haben da das Gemüse und Obst verkauft. Und Ecke Siebenbrunner Feldgasse und Margaretenstraße war der Kulturpalast der damaligen Zeit, das Margarethener Orpheum. Mhm. Ja, da wurden also Klassiker geboten, wie zum Beispiel das Hotel zur Blauen Blunzen und ähnliche Volksstücke. Das Problem war nur, dass es also immer ein paar Buben gegeben hat, die sie in das Gebälk unterhalb des Zuschauerraums hineingehandelt haben und dort Stinkbomben zur Explosion gebracht haben, was dann zu einer Flucht des Publikums vor der Blauen Blunzen geführt hat. Das Filmcasino. Das ist eigentlich das Kino, an das ich mich aus meiner Jugendzeit, aus meiner Kinderzeit in dem Grätzl am meisten erinnern kann.
Kinderfilm hat es damals keine gespielt, aber an die Plakate kann ich mich noch sehr gut erinnern und an die schönen bunten Lichtel noch. Berühmte Politiker der Sozialdemokratie in dem Fall hat es natürlich auch gegeben in Margareten. Bruno Kreisky, jeder kennt ihn, Schönbrunner Straßen hat er gewohnt. Und ja, andere Prominente, was fällt mir geschwind ein? Hans Moser, rechte Windseile gewohnt. Das Haus gibt es nicht mehr, das ist abgerissen worden, was ich weiß. Und aber dort, was jetzt steht, ist eine Gedenktafel an einen Hans Janet oder Kassen, Hans Moser hat er sich dann genannt auf der Bühne. Ein Stickel weiter, Hamburger Straßen, der Ernst Arnold, sehr bekannter damals Wiener Liedsänger und Komponist, hat im Rüdigerhof gelebt. Heute ein sehr bekanntes und beliebtes Café, als noch immer. Kinder, wie arm wäre das Leben, wenn man nicht die Erinnerung hätte. Egal, der Falco hat gewohnt in der Ziegelofengasse. Und den habe ich noch als Bub kennengelernt, weil mein Vater war öfters am Mittersteck beim Savonitgärt, beim Brandweiner. Und da ist der Falco auch aus- und eingegangen. Also da war ich so 10, 11 Jahre alt. Wenn ich manchmal mitgehe, ob ich auf Kracherl, habe ich damals in jungen Falco auch schon gesehen. Der Wallo Liso. Der Wallo Liso hat in der Wehrgasse gewohnt, das wissen auch die wenigsten. War vom 5. Genau, Wasser, Luft, Licht, Sonne. Mit seinem Kranzl ist er umgerannt und hauptsächlich war er am Stephansplatz zu sehen, aber auch bei uns da am Simbrunnenplatz hat er gewirkt. Die Margarete Schütte-Lihotzky, darf man nicht vergessen, die hat am Mittersteig einen eigenen Park gekriegt. Berühmte Architektin und man kennt sie natürlich auch als Widerstandskämpferin. Und nicht zu vergessen die Friederike Mayröcker. Eine der bedeutendsten österreichischen Lyrikerinnen überhaupt. Und die hat in einem Buch, das ich herausgegeben habe, nämlich die 5er-Edition Literatur aus Margareten, also ein Buch über zeitgenössische Literaten aus dem 5. Bezirk. Und da hat mir die Friederike Mayröcker, und auf das bin ich ganz besonders stolz, einen handgeschriebenen Lebenslauf und ein maschinengeschriebenes Gedicht übergeben und das war uns so wertvoll, also dass wir es nicht abgedippt haben, sondern dass wir es eins zu eins in dieses Buch hineinkopiert haben. Und ja, nicht zu vergessen der Ernst Hinterberger. Den Kaisermühlenblues kennt jetzt einmal jeder, das setze ich jetzt voraus. Und der Kaisermühlenblues setzt sich eigentlich zusammen, also die ganzen Politiker, was dort vorkommen, aus Politikern aus Margareten, die hat es tatsächlich gegeben, diese Charaktere, so unglaublich das klingen mag. Und Noana war ein direktes Vorbild, das war auch ein Margareten, und zwar aus dem Kaisermühlenblues kennen wahrscheinlich alle den Fünfer, den Bim Bim, der was dort immer umgerannt ist. Und der hat sein Vorbild in der Reinbrechtsdorfer Straße gehabt, den hat es wirklich gegeben, nur war er da der Sechser. Das war Ende der 30er Jahre, kurz vorm Anschluss. Und da hat es einen jungen Mann damals gegeben, der, wie man noch sagt, leicht verwirrt war, aber nicht ungut, war ein lieber Kerl. Und der wollte gerne zur Straßenbahn gehen, man hat ihn nicht genommen. Also hat er kurzerhand entschlossen, dass er selber die Straßenbahn wird. Also nicht nur der Schaffner, sondern gleich der ganze Zug. Zwischen Klebergasse, also in Richtung Wieden, gab es ein Gebäude da weg, der Wiener öffentlichen Küchenbetriebsgesellschaft, die nach dem Ersten Weltkrieg errichtet worden ist. Und die haben das aufgegeben. Und da hat sich dieses Gebäudes eine Gruppe von Wilden bemächtigt
und hat dort also widerrechtlich eigentlich die Sache besetzt gehabt. Ich war Innenminister, der Hatzl war zuständiger Stadtrat für die Wöck. Und wir haben also an der Sache gewirkt. Und schließlich und endlich ist dann irgendeine Gruppe, die mit der verfeindet waren, die drinnen im Wöckgebäude waren, da ist es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. Und das hat dann die Grundlage dafür gegeben, dass wir da damit Schluss machen mussten. Und weil auf die Art und Weise kann man nicht autonome Republiken sozusagen in Margareten errichten. Auf der anderen Seite wollten wir aber auch nicht aus nichtigen Gründen dort irgendein Blutbad oder was anrichten. Da muss man halt die Nerven behalten und die behielten wir. Und dann haben wir halt auch die Bevölkerung laufend aufgeklärt, weil sie die natürlich beschwert haben, was da los ist auf dem Weggelände. Das war dann im Festsaal vom Elisabeth-Gymnasium, Ecke Kriehofergassen und Rheinergassen. Mhm. Und dort sind wir also heftig kritisiert worden und haben aber die Gelegenheit auch gehabt, den Leuten zu sagen, worum es geht. Und dann ist das Ganze also doch einigermaßen gut abgeschlossen worden. Brennende Matratzen auf der Fahrbahn vor dem Jugendzentrum, beschädigte Autos, eine verletzte Passantin und hunderte Schaulustige. Das war die Situation in der Wiener Gassergasse in der Nacht auf heute. Um 1.30 Uhr forderte die Polizei die verbarrikadierten Jugendlichen auf, das Kulturzentrum zu verlassen. Wir fordern alle im Bereich Gassergasse Jugendzentrum aufhältigen Personen auf, sofort mit erhobenen Händen herauszukommen. Die Freiheit mit den Händen zu fuchteln, endet eben dort, wo man da bei den Mitmenschen auf die Nase schlägt. Und dass die Freiheit nicht darin bestehen kann, die Umgebung mit Lärm und dann noch mit Steinwürfen und so weiter zu terrorisieren, ist für mich auch selbstverständlich. Ich habe daher da die Frau Vizebürgermeister für die echten Aktivitäten der dort drinnen tätigen autonomen Gruppen Räume zur Verfügung stellen kann, angeordnet, dass dieses baufällige Gebäude selbst so rasch wie möglich abgebrochen wird. Die nach Ansicht der Stadt Wien gut arbeitenden Alternativgruppen in der Gassergasse, vor allem eine Schule, ein Kindergarten und Musikbands, erhalten neue Räumlichkeiten in anderen Jugendzentren. Das Gebäude selbst ist gesperrt. Polizei bewacht die Eingänge. Und das ist eigentlich der Teil von Margareten, der sich am wenigsten oder eigentlich überhaupt nicht verändert hat. Also da hat es genauso noch in meiner Kindheit ausgeschaut und viel länger eigentlich noch.
Anfang 19. Jahrhundert. Hat natürlich ein paar Spätzle gehabt, ein paar Freunde, mit denen er immer zusammen war, mit denen er nicht nur im Park zusammen war. An einen erinnere ich mich noch, das war der Justin, der hat gewohnt in der Anton Burggassen. Der Justin und ich, wir wollten eigentlich immer Ritter sein und haben uns dann mit den Möglichkeiten, die wir gehabt haben, unsere Ritterrüstung bastelt. Und damals hat es ja noch gegeben, die Omo-Trommeln. Die haben wir uns zuschneiden müssen, weil der Kopf war ja nicht so groß. Das war der Helm, aber rund. Und dann ganz wichtig, ein rotes Kreuz, weil wir waren ja Kreuzritter. Dann haben wir gehabt die Seeschlitz, die haben aber nie gepasst. Nicht? Also wenn du den Helm aufgesetzt hast, waren die Seeschlitz da und du warst da. Also man hat ein bisschen, schon ein bisschen immer nachhelfen müssen. Oder dann hast du im Eifer des Spiels runtergezogen. Nicht? Und dann war die Seeschlitz irgendwie wie bei einem Uhu. Dann haben wir angefangen, die Gegend zu erkunden. Heute muss ich sagen, sehr zur Verwunderung der Erwachsenen, wir sind ja nicht normal gegangen, wir sind ja geritten. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir, vielleicht erinnert man sich an den Film von den Monty Pythons, Die Ritter der Kokosnuss. So sind wir den ganzen Tag, also in die Ferien, wenn wir Zeit gehabt haben, sind wir durch die Straßen. Nicht? Also wir sind immer geritten. Also und dann sind wir, also einer ist immer voraus gewesen, das war der König, da haben wir uns angewechselt. Und was war interessant für Buben, was war interessant für Ritter, war natürlich ein Graben, der Wienfluss, dort unsere Abenteuer zu erleben. Und dann sind wir halt in voller Rüstung, mit Omo-Karton am Schell, im Wienfluss runter. Und ja, das war so die Kindheit. Früher war das wirklich schön, zu Weihnachten zum Beispiel. Ja. Ich habe damals auch schon, mein Sohn war schon geboren, war alles. Und vor Weihnachten, ja, die Väter waren hier herinnen. Wir haben sehr viele Stammgäste gehabt, die immer zu uns gekommen sind. Ja. Und mit den Kindern, weil die Frau war zu Hause, hat den Baum aufputzt. Ja. Und wir haben halt unsere Bauchern getrunken und die Kinder haben mit dem Messball gespielt. Ja. Also es war wunderschön, es war wunderschön. Und die Serviererinnen, die haben schöne Geschenke gekriegt, jeder hat ihr Geschenk gekriegt und es war einer meiner schönsten Tage, die man vor dem Heiligen Abend erlebt haben da in der Arena. Wann war das? Das muss gewesen sein, ja, in die 70er, 80er. Okay? Ja, 61, 62, 63, das waren die ersten Jahre. Die ersten Jahre, wo man das gemacht hat, dann habe ich aber auch gehört. Also mein Vater hat mich nie in die Arena mitgenommen und ich habe nie ein Bauchel gekriegt. Das kann schon sein. Dann haben wir dann aufgehört. Und wir haben immer so schöne Geschenke haben sich untereinander. Auch wir haben Geschenke gemacht. Die Gäste haben uns Geschenke gemacht. Also es war wunderbar. Das kann nicht mehr kommen. Die Menschen haben, glaube ich, kein Gefühl mehr füreinander. Überhaupt. Oder dass man so irgendwie zusammenkommt. Ne? Ich kann mich nicht beklagen. Es ist schön, aber dieser Zusammenhang, ja, das Persönliche, das fehlt.